Hallo Leute und herzlich willkommen zur 17. Folge von LEGO Reporter Jahre 1 bis 4. Wir befinden uns hier wieder auf dem Weg zum Stein der Weisen, wo wir letzte Folge bzw. einfach gestern aufgehört haben. Und ja, ich habe eine mega coole Nachricht für euch und eher für mich. Ich habe Facharbeit jetzt abgeschlossen mit Präsentation und schriftlichem Teil und muss euch sagen, ich habe eine 2 bekommen, was ich ziemlich arg feier und auch, ja, ziemlich gute Laune verursacht. Ich habe auch echt richtig gute Laune, muss ich sagen. Ja, jetzt machen wir weiter auf dem Weg des Stein der Weisen. Ich bin echt gespannt. Danke auf jeden Fall fürs Feedback von gestern, war auf jeden Fall wieder richtig krass. Und ja, so, jetzt werden wir aber ein bisschen weiterkommen. Mal gucken, ich finde es momentan aber auch echt entspannt, so die Lego Let's Plays. Ich schaue mich mittlerweile sogar manchmal selber die Folgen an. Also, ja, na klar, ich schaue sie immer so ein bisschen Kontrolle. Aber ich schaue sie mir sogar manchmal gerne an. Und das finde ich echt cool, dann habe ich die Folge echt, bin ich der Meinung, habe ich die Folge richtig gemacht. Also, wie gesagt, nochmal danke fürs Feedback auch gestern wieder. Und jetzt sind wir im Raum der Schlüssel. Was wir jetzt tun müssen, weiß wahrscheinlich jeder erfahrene Harry Potter, jeder erfahrene Potterhead, nicht Harry Potter Fan, jeder erfahrene Potterhead. Und hier das Silberne können wir nicht zerstören. Können wir irgendwas mit Wingardium Leviosa vielleicht machen? Nee, außer mit Ron können wir wirklich gar nichts machen. Vielleicht hier mit der Statue oder so. Ah, da können wir, okay, da können wir auf jeden Fall. Ah, der gibt uns den Besen. Ja gut, irgendwie muss man ja den Besen bekommen, das war ja relativ logisch. So, und jetzt können wir auf den Besen und müssen den einen Schlüssel hier fangen. So, wir müssen den... Oh lol, hier sind da voll viele. Ey, ist ja einiges, aber ich werde hier mal alles einsammeln so ein Stück weit. Weil, also wir müssen ja einen besonderen fangen. Und zwar den hier mit dem riesigen gelben Schlüssel. Hallo. Ja, gelber Schlüssel, wie kriegt man dich jetzt? Mal gucken, also ich fliege da mal gegen. Hä? Hallo? Gelber Schlüssel? Okay, ich bekomme den gelben Schlüssel. Warum auch immer nicht? Ich... Keine Ahnung wie. Ah, mal anzaubern, natürlich. Ja klar. Ja, okay, gut. Das war irgendwie logisch, dass man den anzaubern muss. Ja, und da oben kann ich irgendwas mit Lumos wegmachen. Das ist auch relativ logisch. Auf jeden Fall startet am Freitag auch Portal, worauf ich richtig hyped bin. Habe ich auch gestern schon angesprochen. Und ja, das wird einfach mega cool, wenn Portal startet. Weil dann wieder so ein bisschen Abwechslung im Kanal kommt und das wird mega cool. Ich habe auch mit Yasi gestern noch gestreamt auf Yasis Kanal und da wurde auch noch gesungen und so weiter. Und wir hatten auch relativ viel Spaß, also war relativ cool so. Und wir haben da auch noch gesungen und jetzt habe ich den Schlüssel, nice. Wie komme ich hier runter? Super, so, perfekt. So, jetzt habe ich hier Wingardium Leviosa Action am Start und kann das die Tür öffnen, so. Heute übrigens das vierte Mal Lego Harry Potter hintereinander. Ist auf jeden Fall echt krass, aber jetzt sind wir hier erstmal am Schachbrett. Wir spielen jetzt Zauberschach, meine Damen und Herren. Aber wir kommen hier natürlich nicht durch. Das wäre natürlich ein bisschen gelacht, würden wir hier einfach durchkommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir eigentlich machen müssen. Ah, okay, wir müssen so ein bisschen... Ey, aber wir haben auch einige in die Kommentare geschrieben, dass die Grafik echt gut ist. Und dazu muss ich sagen, auf dem PC ist die Grafik wirklich sehr, sehr gut. Also ohne Witz. Auch wenn es bei mir manchmal ein bisschen ruckelt oder sowas, aber das liegt ja meist nur an, irgendwie PCs oder sowas. Also von daher geht das noch. So, die Frage ist jetzt, was wir jetzt anzaubern sollen oder machen sollen, weil das kann man ja erst mit dunkler Magie irgendwie benutzen. Und hier ist auf jeden Fall ein Pferd, vielleicht kann man da drauf. Ja, natürlich, man kann da drauf springen. Wie cool ist das denn gemacht wieder, ey. Lego-Spiele sind so geil. Oh, oh nein, fallt euch nicht an. Nein! Nein! Krätze, geh weg. Krätze, du hast hier nichts zu suchen. So, was können wir jetzt machen? Das ist jetzt die Frage. Wir müssen jetzt wirklich eine Partie Schach spielen. Jetzt würde ich sagen... Habe ich gerade Krätze getötet? Was ist das denn? Oh Mann. Jetzt würde ich sagen, können wir hier irgendwie einen Turm oder sowas verwenden? Hallo, Turm? Können wir dich verwenden? Hallo? Das wäre natürlich relativ cool. Nee, aber hier mit Krätze... Ron können wir auf F nur Krätze verwenden. Aber hier können wir irgendwie... Wir müssen ja irgendwie probieren, Schach zu spielen. Aber hier können wir, glaube ich, wieder das Pferd verwenden, oder? Nein. Hallo. Ich würde dich gerne verwenden, Pferd. Hallo. Mann. Was ist denn? Oder kann man hier runter? Nein, hier kann man natürlich nicht runter. Das war auch relativ dumm gedacht von mir. Natürlich kann man da nicht runter. Da kann man was machen. Ja gut, ich sollte mich auch ein bisschen mehr umgucken. Dann weiß ich auch, was man machen kann. Wir sind ja hier gerade schon am Ende vom Stein der Weisen, ist mir aufgefallen. Was relativ krass ist, dass wir so schnell so weit gekommen sind. Und Leute, ihr müsst wissen, jetzt aber ganz klar, also es ist so ein bisschen eine Off-Topic-Folge, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach so hyped, was meine Facharbeit angeht, dass ich das jetzt alles endlich hinter mir habe.
Das ist natürlich alles relativ schön, aber wie die den hier fertig machen, ist nicht relativ schön. Oh, oh. Ja, jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg. Das war ja wieder klar. Und hier kann... Ah, jetzt kann ich mit dem Turm hier so gesehen mitfahren. Wenn man so will. Perfekt. Haha, das ist mein Turm, ey. Ich liebe diese Lego-Spiele. Wie cool, dass alles einfach gemacht ist. Oh, shit. Okay, so zerstört man also heutzutage einen Turm. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich finde es aber allgemein cool, wie es hier umgesetzt wurde in dem Lego-Spiel. Das Zauberschach. Oh, shit. Da ist der Springer auch ziemlich am Arsch. Aber hier können wir jemanden zusammenbauen, fällt mir gerade auf. So, hier können wir eine Figur wieder zusammenbauen, glaube ich. Oder was können wir da machen? Okay. Ah, ach so, hier können wir... Ah ja, okay, ja. Wir können eine Figur wieder zusammenbauen. Ja, klar. Ja. Mal gucken, welche Figur wir hier zusammenbauen. Okay, wir bauen einen Springer zusammen, glaube ich. So, mal sehen, wer jetzt zieht. Ich glaube, es zieht... Eigentlich sollte ja... Ja, doch, Schwarz zieht. Mit der Dame. Alter, die Dame hat ja Moves drauf. Leute, hier, James Bond Zauberschach. James Bond 007 Casino Zauberschach. Und da schmeißt er hin. Und damit gewinnt Schwarz gegen Weiß. Wenigstens kein Rassismus. Nein, war natürlich ein Witz. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Okay. Krabbel, was hast du vor? Der Spiegel in der Haggab. Das haben wir ja schon mal gelernt. Okay, ach du Scheiße. Quirrell hat irgendwie eine böse Seite in sich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier los ist. Aber, Quirrell, das ist das jetzt nicht nett von dir. Nein. Bam. Nein, wie kriegen wir ihn down? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, ich weiche erstmal aus und gucke dann mal, wie wir ihn irgendwie down bekommen. Ah, mit Wingardium Leviosa. Ah, okay, gut. Er wirft Köpfe und die kann man sich wahrscheinlich, die kann man dann wahrscheinlich zurückschleudern. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Und das ist ja auch relativ logisch. Er wird gleich wieder so einen grünen Kopf werfen und den kann ich dann wieder zurückschleudern, so gesehen. Ah, okay, damit ziehen wir ihm so gesehen dann ein Leben ab. Wartet mal ganz kurz. Ganz kleiner Cut. So, jetzt geht's weiter. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Das habt ihr sicherlich gehört. Aber jetzt können wir direkt wieder mit Wingardium Leviosa den Kopf hier zurückschleudern. Und jetzt können wir endlich mal zurückschlagen. Hallo? Wer wollen zurückschlagen? Hallo? Na, oh, wir haben es zu spät gemacht. Oh, das war jetzt richtig schlecht von uns. Ja, wie gesagt, es hat gerade an der Tür geklingelt. Hashtag Professionalität in Let's Plays auf jeden Fall vorhanden. Aber ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht böse oder sowas. Aber ich denke nicht. Das ist ja auch nur ein kleiner Cut für euch. Und für mich eine halbe Ewigkeit nicht. So, jetzt können wir hier, jetzt können wir hier mal richtig kommen. Nein, nein! Ich bin mit Harry nicht wirklich gerade da reingefahren. Mann, was war... Oh, war das schlecht von mir gemacht. Leute, wie schlecht bin ich denn bitte gerade? Das gibt's doch gar nicht. Das ist der erste Boss, in Anführungszeichen. Und in Quirrell steckt wahrscheinlich mehr, als die meisten dachten. Wahrscheinlich, ja, weiß eh schon jeder, aber... Ich werde es gleich nochmal sagen, was denn jetzt mit Quirrell los ist. Hä? Was muss er machen? Ah, mit der Hand! Ja, stimmt. Okay, jetzt hat er mich Wingardium Leviosa zurück. Ich muss also immer zu ihm springen, so gesehen. Ah, wobei das jetzt wahrscheinlich kaum noch möglich ist. Wobei, doch ist es. Ja klar, doch ist es. Aber jetzt wird es wahrscheinlich schwerer. Okay. Jetzt wird es ziemlich schwer, denke ich. Wobei, man muss praktisch einfach nur ausweichen. Wobei ihr das Ausweichen mal in, das nur Ausweichen mal in Anführungszeichen setzen könnt. Kann jetzt auch mal wieder ein Kopf kommen, den er wirft, oder eher nicht so? Hallo? Ja, nice. Und bam. Und bam. Damit haben wir ihn. Ah, okay, also wir haben ihn nicht ganz. Aber sein Kopf. Okay, seine Hand. Ah, Harry 13! Gut gemacht, Harry. Und deine Eltern klatschen. Oh, scheiße. Leute, es ist Voldemort. Spoiler. Wer hätte es gedacht? Okay, die Eltern lachen auf jeden Fall. Sich noch ein Ast ab da. Okay, und Harry liegt am Boden. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. So, mal gucken, wie viele Stats wir in dieser Mission gemacht haben. 6% ist auf jeden Fall sehr gut, Leute. Also muss man mir einfach mal lassen.
Und insgesamt haben wir... 3000 Stats. Okay, das Level war auch relativ klein. Goldene Steine haben wir jetzt 23 von 200. In der nächsten Folge werden wir, glaube ich... das werden wir, glaube ich, jetzt mal machen. Wenn wir jetzt nicht im tropfenden Kessel landen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ah, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Stimmt. Damit haben wir den Stein der Weisen wieder. Und Voldemort hat ihn nicht in seine Finger bekommen. Oh, die Szene mochte ich so im ersten Teil. Da war Dumbledore noch so richtig, so richtig weise und so richtig cool im ersten Teil, Mann. Also auch in weiteren Teilen, aber im ersten Teil war es natürlich echt cool, die Szene. Schreibt mal, ob ihr die Szene auch cool fandet. Oh, Reichtum. Oder sind das Gummibärchen? Ja, okay, ich dachte, das wäre Reichtum und Edelsteine, aber nein, das sind Süßigkeiten. Ach, Dumbledore. Oh, Mann. Oh, wie cool. Das Ende, Mann. Lego Harry Potter Years 1 bis 4. Wir haben doch noch nicht alle Teile gespielt. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal die Credits vom ganzen Spiel. Wahrscheinlich kommen jetzt schon die Credits, okay. Ich glaube, dann kommen die nach jedem Teil, weil das war wirklich nur der erste Teil, definitiv. Aber da haben wir den ersten Teil komplett durchgespielt in 17 Folgen, auf jeden Fall krass. Aber da ist jetzt, die Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 ist, spielen wir natürlich noch alle weiteren Jahre, 2 bis 4 und 5 bis 7 kommt im Nachhinein dann auch noch. Und ja, dann war es mit dieser kleinen Folge heute. War ein bisschen kürzer, weil wir jetzt das Spiel ja schon durchgespielt haben, also den ersten Teil. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem zweiten Teil und der kommt dann so gesehen nächsten Dienstag. Also schaltet auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder ein, wenn es wieder heißt Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, Teil 2. Also Harry Potter, Lego Harry Potter und die Kammer des Schreckens, genau. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao, danke fürs Ende schauen, aber würde mich auf jeden Fall auch riesig freuen und wir lassen hier noch ein bisschen die Credits laufen. Wobei ich auch nochmal so ein kleines Feedback eigentlich abgeben kann. Oder machen wir das ganz am Ende? Ich glaube, das machen wir ganz am Ende. Weil sonst mache ich jedes Mal ein Feedback, das wäre ein bisschen zu übertrieben. Oh, John Williams hier am Animieren. Achso, ich kann die einfach skippen. Okay, gut. Oh, wir haben 9,4% vom ersten Teil geschafft, Leute. Ey, wir sind grandios. Okay, okay. Ach, Telltale Games, das Logo wahrscheinlich. Aber das kann man auch nochmal skippen. Okay, jetzt sind wir... jetzt sind wir wieder im tropfenden Kessel. Und hier haben wir jetzt wahrscheinlich gleich die Auswahl, wie wir weitermachen, beziehungsweise hier können wir auch weitermachen. Aber hier geht es dann in der nächsten Folge weiter, wie gesagt, beim zweiten Teil von Harry Potter. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Lego Harry Potter. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao, danke fürs Zuende schauen.